und immer haben wir angefangen, Leute auszubeuten. Am Anfang ging es immer nur in einem eigenen Land. Da hat man Gruppen gegen Gruppen gekämpft. Dann ging es um Afrika. Und immer mehr haben wir Leute ausgebeutet. Aber die Welt, irgendwann kann man sie nicht mehr ausbeuten. Sie wird sich wehren. Und das sieht man am Klimawandel. Hallo? Es ist auch völlig unvernünftig, wenn man immer nur ausbeutet. Man muss auch mal mit den Folgen rechnen. Und man kann nicht nur einfach immer das haben, was man will, wenn man Kompromisse eingehen kann. Irgendwann ist es nämlich dann zu spät. Und ich will nicht jede meiner Urlaubsgeschichten meinen Kindern erzählen, mit es war einmal in einer Insel, auf der ich mal Urlaub gemacht habe, nur weil der Teufel überschwemmt ist wegen so einem bescheuerten Klimawandel, den die Kohlekommission zum Beispiel verursacht hat. Der Wasserspiegel um 11 Millimeter gestiegen, das ist verdammt viel. Und das einfach nur, weil wir es immer noch hingekriegt haben, um zu sehen, dass es eigentlich fast schon zu spät ist, um etwas zu handeln. Und wir haben uns heute gebessert, um zu zeigen, dass wir handeln und dass wir uns nicht herumschubsen lassen und irgendwelche Idioten, die keine Ahnung haben und immer nur Geld sind in dem, was sie tun. Und dass man halt auch andere Sachen braucht zum Leben. Und da eben halt auch das Klima und das auch in einem gescheiten Ding. Weil irgendwann will ich auch noch Schnee haben mit meinen Kindern Schneemann bauen und Schlittschuh laufen gehen. Hierbei geht es nämlich um unsere Existenz und nicht um irgendeinen wirtschaftlichen Erfolg, den wir erzielen wollen. Wir sind auch nicht unbedingt politisch interessiert, dass jetzt für irgendeine Partei entsteht, sondern wir wollen, dass ein Wandel stattfindet in dem Denken der Menschen. Hier geht es nicht um irgendeinen wirtschaftlichen Erfolg von uns oder etwas anderem, sondern wir wollen, dass wir der Welt zeigen, dass es schon fast zu spät ist, etwas zu tun, aber wir müssen handeln.